Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lände TV der Tag am 6. Oktober 2015. Heute mit diesen Themen. Wir waren bei der Eröffnung von Alberg 1800 mit dabei. Es gibt Bilder der 5-Jahresfeier vom Fitpark in Nenzing und Lodesch. Und wir haben auch heute die aktuellen News, Sport- und Wetterinfos für Sie. Kunst und Kultur auf höchstem Niveau gibt es ab sofort in St. Christoph am Arlberg zu erleben. Das Arlberg-Resort 1800 hat eröffnet und wir waren mit dabei. Die Arlberg-Passregion zwischen Tirol und Vorarlberg steht eigentlich für Wintersport in Reinkultur. 340 Kilometer präparierte Pisten, 94 Bergbahnen und über 1 Million Touristen, die jährlich in die Region St. Christoph, St. Anton sowie Lech und Zürs kommen, sprechen eine deutliche Sprache. Das Angebot wurde nun um eine hochklassige Facette erweitert. Arlberg 1800 Resort nennt sich das Ganze und ist ein nagelneuer Kammermusiksaal sowie eine privat betriebene Kunsthalle. Die Idee kommt aus einer Leidenschaft heraus, also aus der Leidenschaft der Kultur, die in mir 2006 geweckt wurde und ich dann auf der Suche war der Finanzierungsmöglichkeit und diese dann auch gefunden habe und so wir das ohne Banken finanzieren konnten. Ja, wenn man es nicht gesehen hat, kann man sich, glaube ich, wenig vorstellen. Es ist eine Kunsthalle, die einen Konzertsaal hat und eine Ausstellungsfläche hat, also es ist für bildende Kunst und für die Musik. Und die Gäste können sich im Jahresdurchschnitt 150 Konzerte und 2 große Ausstellungen vorstellen, plus Kabarett, plus Lesungen, also ein richtiges Kulturprogramm. Es wird also einiges geboten und es wurde einiges investiert. 26 Millionen Euro kostet das Projekt Arlberg 1800 Resort, das neben den multiflexiblen Räumlichkeiten auch 2 neue Landhäuser mit individuellen Suiten und Appartements beinhaltet. Architektonisch nicht ganz einfach. Zum einen die Herausforderung im alpinen Raum, wo doch sehr viel Geschichte ist und eine sehr gewachsene Architektur ist aus den 60ern, die für uns Architekten immer nicht immer einfach ist, damit umzugehen. Und dann ein Crossover zu schaffen, so etwas sehr Modernen, wo mit dem einen in einen spannenden Dialog trifft, das ist immer Herausforderung. Natürlich die Aufgabe, einen Kammermusiksaal und eine Kunsthalle planen zu dürfen, die hat man nicht alle Tage. Das war für sich gesehen schon eine Spannung. Und auch die beiden Apartmenthäuser, die das Ganze finanzieren, waren in der Menge von 17 Apartments in der kurzen Zeit alles zu bauen, war natürlich eine absolute Herausforderung. Ich glaube, die Besonderheit der Architektur liegt daran, dass es ist halb oberirdisch, halb unterirdisch und es ist trotzdem gelungen, diese Spannung zu haben, dass man einfach wissen will, was ist da unten und man hat aber nie das Gefühl, in einem Keller zu sein. Und das war eigentlich so die größte Herausforderung für mich. Zum einen diesen Eingangsbereich zu lösen, zum anderen natürlich einen Musiksaal zu bauen, der in der Form, es gibt viele Säle, der vielleicht etwas Einzigartiges darstellt. Und es gibt, glaube ich, auch nicht viele Kammermusiksäle, die in dieser Qualität gebaut wurden, akustisch und auch architektonisch. Man investiert immer in große Säle, Elbphil, Manomanie und so weiter. Einen privaten Saal in der Qualität gibt es, glaube ich, nicht oft. Eröffnet wird der Arlberg 1800 Konzertsaal noch bis Sonntag von der 25-jährigen New Yorker Pianistin Claire Huangxi, die bereits als musikalisches Wunderkind von 10 Jahren vor dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton konzertierte. Soweit also die Bilder zum Arlberg 1800 Resort in St. Christoph. Bei uns geht's jetzt weiter mit den aktuellen News des Tages. Fachhochschule Vorarlberg verstärkt internationale Ausrichtung. 58% aller Vollzeit-Bachelor-Studierenden an der Fachhochschule Vorarlberg, insgesamt sind das 1609 Personen, absolvieren im Laufe ihres Studiums zumindest ein Semester an einer der 110 weltweiten Partnerhochschulen. Mit dieser Mobilitätsquote liege die FH Österreich weit im Spitzenfeld, dennoch werde man die internationale Ausrichtung verstärken, teilte Landeshauptmann Wallner am Dienstag mit. Umgekehrt sind 1288 Studierende von Partnerhochschulen nach Vorarlberg gekommen. Und Haftstrafe für 27-jährigen Unterländer. Im September drang ein Mann in ein Flüchtlingsheim in Bregenzheim, verwüstete dieses und gab zudem in der gleichen Nacht einen Schuss auf einen Passanten ab. Nun bekam er die Rechnung präsentiert. Das Landesgericht Feldkirch verurteilte den Beschuldigten wegen schwerer Sachbeschädigung, gefährlicher Drohung gegen die Beamten, wegen schwerer Körperverletzung, Diebstahls, versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu 18 Monaten unbedingter Haft. Das Urteil ist rechtskräftig. Allen Grund zu feiern hatte Michael Zech und sein Team vom Fitpark in Nenzing und jetzt neu auch in Lodesch. Die 5-Jahresfeier stand auf dem Programm und wir waren ebenfalls vor Ort.
Ein eigenes Fitnesscenter zu besitzen war immer schon der Traum von Mike Zech. Mit der Gründung des Fitparks hat er sich diesen Traum vor mittlerweile 5 Jahren erfüllt. Ja, wir haben jetzt 5-Jahres-Jubiläum und es ist heute echt ein Grund zum Feiern. Ich habe das einmal unbedingt schaffen wollen und es war echt eine harte Zeit, aber ich möchte keinen Tag missen. Harte Arbeit, die belohnt wurde. Bereits in den vergangenen Jahren wurde das Angebot im Fitpark stetig vergrößert. Ja, mein Glück war, dass rund um mich die Mieter irgendwann einmal gegangen sind und ich habe immer wieder einmal Räumlichkeiten dazu mieten können. Und im Moment haben wir jetzt so 800 Quadratmeter Mietfläche. Der Fitpark hat seit Oktober 2015 seine Möglichkeiten noch einmal erweitert und ein zweites Studio in Ludesch eröffnet. Trainieren, wann immer man möchte, steht dort auf dem Programm. Der Einlass erfolgt über eine Chipkarte. Die Eröffnung des zweiten Standbeins und noch ein zweiter Grund geben also Anlass zur großen Freude. Ja, ich habe in Ludesch ein neues Studio eröffnet. Da ist heute auch Tag der offenen Tür. Das Studio ist in Ludesch. Und ja, ich bin mir sicher, dass das so gut laufen wird. Die Kunden stehen seit jeher an erster Stelle. Jeder, der trainieren möchte, kann sein Training aus einer riesigen Auswahl an Möglichkeiten treffen. Unterstützt vom freundlichen Fachpersonal. Meine Aufgaben, ganz wichtig Kundenbetreuung, dass ich auf jeden von daher schaue, dass ich mit jedem seine Ziele erreiche, dass ich ihnen so gut wie möglich hilf. Und natürlich die Leute zum Lachen bringen, und wenn sie schon unmotiviert sind, und ja, allen helfen. Unsere Beziehung zu unseren Leuten, Kunden, ist sehr gut. Wir verstehen uns mit allen sehr super. Jeder Trainer hat eine eigene Persönlichkeit und wir versuchen das jedem recht zu machen dahin. Und das kommt an. Zahlreiche Sportlerinnen und Sportler trainieren schon jahrelang bei Mike Zech und seinem Team. Für mich ist es so, dass erstens einmal die Gesundheit im Vordergrund steht, Fitness. Und es ist ein sehr familienfreundlicher Fitnessclub, wo man gut aufgehoben ist, meine ganze Familie geht. Und wir verweilen uns da jeweils 2 Stunden, 3 Mal in der Woche. Man ist viel ausgeglichener. Also ohne Sport ist einfach diese Bewältigung vom Alltag nicht so leicht möglich. Da kannst du dich richtig relaxen, sind freundliche Trainer und Trainerinnen da und es ist toll zum Trainieren. So. Vom Fitnesscenter wechseln wir nun Volley zum Sport. Wir haben die aktuellen News für Sie. Mit einer Meldung vom Rollhockey: Nichts zu holen gab es für den RHC Dornbirn im Schweizer Cup Achtelfinale. Gegen den RHC Genf setzte es eine 3:13 Niederlage. Das war jetzt das Aktuellste vom Sport und was Sie morgen in den Fallberger Nachrichten lesen, das sehen Sie jetzt. Für den kommenden Freitag kündigt sich im Rahmen des VN-Stammtisches zum Thema IKEA in Lustenau eine hochspannende Diskussion an. Befürworter und Gegner sind ab 19 Uhr zum Mitdiskutieren ins Foyer des Kompetenzzenters im Millenniumspark geladen. Für seine Randale in einem Bregenzer Asylwerberheim ist ein 27-jähriger Obdachloser zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt worden. Und Messepark, Oppositionsparteien fordern gemeinsam ein Einlenken der Stadt. Verschwundene Pläne und Vorgangsweise der Baubehörde verwundern auch die Bürger. Das war's schon wieder mit einer aktuellen Ausgabe von Lände TV der Tag. Im Anschluss sehen Sie jetzt noch das Wetter. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind und einschalten. Bis dann! Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 12 und 18 Grad. Der Wind weht mit 8 km/h aus Süd-Südost. Am Mittwoch erwartet uns ein trüber und nasser Tag. Es regnet in ganz Vorarlberg und speziell am Morgen und Vormittag ist starker Regen mit dabei. Dabei regnet es im Bregenzer Wald, am Arlberg und im Kleinwalsertal am meisten. Ab etwa Mittag wird der Niederschlag vom Bodensee übers Rheintal bis ins Montafon schwächer. Gegen Abend gibt es hier schon trockene Phasen. Es bleibt kühl, die Schneefallgrenze sinkt gegen 2000 Meter. Der Donnerstag startet stark bewölkt und anfangs regnet es noch leicht. Der Regen hört aber relativ rasch auf und nachmittags könnte die Wolkendecke ein paar Lücken bekommen. Die Sonne wird aber wohl nur am Bodensee zu sehen sein. Am Freitag ist es teils sonnig, teils bewölkt. Die sonnigen Phasen sind im Rheintal und im Montafon zu erwarten. Im Berglands, am Arlberg und im Bregenzer Wald können lokale Regenschauer mit dabei sein. Und am Samstag ist es stark bewölkt bei Temperaturen von 10 bis 15 Grad.